Ja, herzlich willkommen. Heute seht ihr mich mal nicht persönlich im Video, sondern ich zeige euch etwas hier an meinem Bildschirm. Da es immer wieder Fake-Gewinnspiele gibt mit Apple-Produkten und Samsung-Produkten, möchte ich heute mal zeigen, was ihr denn da soweit machen könnt, was Facebook da anbietet, damit ihr das als Spam melden könnt, also die Seite melden könnt, damit sie so schnell wie möglich halt wieder verschwindet. Ich gebe mal oben in die Suche Apple gratis. Na, gratis ein. Und da finde ich auch direkt schon was, was ich mal anklicke. So, ist Facebook gestern Facebook beigetreten und es ist schon erstaunlich, wie viele Leute da mitmachen und blind dem folgen, ohne überhaupt ein Impressum zu sehen. Hier gibt er frecherweise auch noch die Original-Apple-Adresse an, so dass das den Anschein hat, das ist von Apple, aber da muss auch hier ein weiteres Impressum mit Namen stehen und Apple würde nie so eine Verlosung machen. Gut, also ich klicke jetzt hier oben auf das Zahnrädchen rechts oben und da steht Seite melden. Das machen wir jetzt mal. Wir versuchen mal darüber. Warum möchtest du die Seite melden? Das ist Spam oder Scam? Okay. Dann versuchen wir noch mal ein einzelnen Beitrag zu nehmen, als Spam melden markieren und dann hier drauf gehen als Missbrauch melden. Dann nehmt ihr, da das nicht in Frage kommt, das zeigt ja nicht euch, sondern aber hier, das ist Spam oder Betrug, weil da nichts verlost wird. Und dann auf Weiter. Ja, dann bekommt ihr halt diese Bestätigung, wir werden dieses Foto entfernen, falls es nicht unseren Richtlinien entspricht. Es entspricht auf keinen Fall den Richtlinien, weil ein Gewinnspiel nicht darüber ausgeführt werden darf, dass man einen Gefällt mir-Klick oder nur einen Kommentar darunter hinterlässt. Und Facebook wird bei der Seitenprüfung auch feststellen, dass das eine ja, nicht seriöse Seite ist. Ja, wenn ihr an die nächste Seite kommt, je mehr diesen Vorgang machen, desto schneller geht es bei Facebook. Deswegen seid vorsichtig, achtet auf diese Seiten und macht diese Schritte mit Seiten melden. Dann werden wir diese schnell wie möglich wieder los. Ja, das war's. Ciao.